Wir haben nichts mehr zu essen. Hier ist weit und breit nichts. Nein, gar nichts. Und ich habe gehört, hier gibt es Muscheln. Und zwar nur bei Apple. Deswegen sind wir jetzt morgens um 7 hier. Ich habe hier mein Messer dabei und meinen Eimer. Und jetzt können wir dort hinten vielleicht Muscheln besorgen. Jetzt kommt die Flut und wir müssen uns beeilen. Hier sind Walle und Sabrina. Vor 3 Jahren haben wir uns diesen Sprinter gekauft, um damit Vollzeit auf Reisen zu gehen. Ein Tag Vanlife Marokko. Let's go! Mir wurde gesagt, nach grauen Steinen gucken. Ne? Irgendwie sind hier überall graue Steine. Wir suchen mal ein bisschen weiter in die Richtung nach Süden, Norden. Okay, das sieht mir schon mal leicht muschelig aus hier. Aber irgendwie sind die mir alle noch ein bisschen zu klein. Boah, sind das Korallen? Boah, das sieht doch besser aus hier. Wir waren erfolgreich. Wir haben unendlich viele Muscheln gefunden. Ich bin ziemlich happy mit meiner Ausbeute. Das hier haben wir gesammelt. Die Wellen sind leider nichts. Aber dafür haben wir Muscheln und wir haben was zu essen. Und das ist schon mal ganz gut. Und da freue ich mich richtig drauf, die heute zu machen. Nein, Charlie. Nachdem die Muscheln gesammelt wurden, gibt es jetzt erstmal ein richtig nices Frühstück mit Baguette, mit O-Saft, mit Kaffee. Dann gehen wir noch surfen und heute Abend gibt's Muscheln. Wir sind endlich wieder unterwegs und zwar wollten wir noch eine Runde einkaufen, deswegen fahren wir jetzt noch in ein kleines Minidorf, Tamana, gehen dort noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, ein bisschen Getränke, ein bisschen Essen trinken, was man alles so braucht. Das machen wir dann. So sieht es dann also aus, wenn die Ziegen richtig Hunger haben und sehen, dass es da nur noch auf dem Baum was zu essen gibt. Die haben schon gar keinen Bock von mir gefilmt zu werden, aber ich finde es ziemlich krass. Das habe ich bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Wir sind hier spontan gerade noch auf irgendein Stück Baustelle gekommen mit Ruine. Und uns das mal genauer anschauen. Aber sieht ganz interessant hier aus. Guck mal die Ruine hier. Ob hier mal jemand gewohnt hat? Sieht auf jeden Fall crazy aus hier. Ich glaube aber, wir packen es direkt wieder. Ein bisschen unheimlich hier. Charlie, komm! Schnell wieder zurück zum Bus. Sieht gut aus. Hier kann man sich die Orangen einfach packen und dann einfach in den Eimer und dann kann man es wiegen und bezahlen. Boah, die sieht fett aus. Die messen immer gut. Sieht gut aus. Seh. Ja. Okay, gut. Bonjour. C'est bon? Ja? Okay. Wir haben jetzt für 6 Orangen, 3 Limetten und eine Avocado 2,50 Euro gezahlt. Jetzt haben wir noch 3 verschiedene Olivensorten, ne? Für insgesamt 1,50 Euro geholt. Und Rotwein. Schokolade. Schokolade ist ja. Schokolade. Merci. Au revoir. Jetzt geht's endlich surfen, ey. Aber geile Einkäufe hier gemacht. Hat Spaß gemacht, oder? Also kurzer Wave-Check, um zu schauen, ob wir auch wirklich surfen können jetzt. Deswegen schauen wir uns mal die Breaks an, die hier laufen. Jetzt ist Sabrina dran mit Abduschen. Wie geil ist denn so eine Außendusche? Zurück vom Surfen und weiter geht's mit Kochen. Die Muscheln, die heute gesammelt wurden, müssen jetzt auch verwertet werden. Deswegen ist der Valentin jetzt gerade schon am Schnippeln hier hinter mir. Was macht denn der eigentlich? Erstmal fürs Kochen. Und dann? Fürs Gemüse. Oh Gott.
Geile an der Sache ist einfach, die Muscheln habe ich sozusagen alle mit der Hand abgegriffen, ne? Abgepflückt. Das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, natürlich. Guten Appetit. Komm hin. Ah! Heiß. War jetzt nicht so ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Irgendwie geschmacklich war es sehr gut. Die Muscheln hatten einfach kein Fleisch drin. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zu sehen, wie wir unsere Muscheln gesammelt haben und dann auch zubereitet haben. Wenn ihr das Rezept wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wird nächstes Video ein bisschen was anderes kommen. Wir haben uns was vorgenommen und zwar möchten wir euch mal zeigen, wie der Charlie eigentlich zu uns gekommen ist. Weil das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Wir sehen uns wieder, wenn es dann heißt, wie ist der Charlie eigentlich zu uns gekommen?